Urlaubskiwi ist ein großer Fan von Punkten und Strecken. Beim Blick mit einer Spezialbrille in die Sonne ist ihm allerdings aufgefallen, dass nicht jeder Sonnenstrahl einen Anfangs- und einen Endpunkt hat, also eine Strecke ist. Solche mathematischen Objekte werden wir uns in diesem Video genauer anschauen, unter dem Thema Halbgeraden. Wir schauen uns auch Linien an, die keinen Anfangs- und Endpunkt haben, also Geraden. Und wir wollen Punkte mit Geraden in Verbindung bringen, also ob sie Element oder nicht Element sind. Gerade Linien mit einem Anfangs- und Endpunkt haben wir bislang Strecke genannt. Sonnenstrahlen verhalten sich in der Theorie allerdings anders. Sie haben einen Anfangs-, aber nicht unbedingt einen Endpunkt. In der Mathematik gibt es sowas auch, also gerade Linien mit einem Anfangs-, aber keinen Endpunkt. Man nennt sie Halbgeraden. Hier unten habe ich mal eine Halbgerade hingezeichnet. Da hier die Halbgerade mit dem Anfangspunkt A ist, machen wir eine eckige Klammer an das A dran, damit jeder weiß, A ist der Anfangspunkt. Wir lesen die Halbgerade AB mit dem Anfangspunkt A durch den Punkt B. Wenn wir Objekte anschauen, die geradlinig sind, allerdings weder Anfangs- noch Endpunkt haben, dann nennen wir sie Gerade. Solche bezeichnet man mit kleinen Buchstaben, zum Beispiel G und H. Zwei Punkte legen übrigens eine Gerade fest, wie hier oben. Ich habe den Punkt A und den Punkt B und dann kann ich dadurch eine Gerade festlegen. Wenn ich das mache, dann schreibt man das, G ist festgelegt durch AB. Man liest die Gerade G durch die Punkte A und B. In der Mathematik möchte man ganz gerne Punkte mit Geraden in Verbindung bringen. Wenn ich mir hier zum Beispiel die Gerade G anschaue, das ist hier die gelbe Gerade, dann sehe ich, der Punkt A, der liegt auf dieser Geraden drauf. Man schreibt übrigens, und das solltest du aus den natürlichen Zahlen noch kennen, A Elementsymbol G und liest, A ist ein Element von G. Bleiben wir bei der Geraden G und schauen diesmal den Punkt B an, dann sehen wir, B liegt nicht auf der Geraden G. Wir schreiben B ist kein Element von G und lesen das auch so. Wenn wir uns dann noch den speziellen Punkt S anschauen, dann sehen wir, G und H, die schneiden sich genau dort, wo S liegt. Deswegen nennen wir diesen Punkt auch Schnittpunkt und er liegt eben sowohl auf dem einen als auch auf dem anderen, also S-Element von G und S-Element von H. Du möchtest ein Beispiel sehen? Na klar, Kiwi hat sich nämlich Folgendes überlegt. Er hat hier so eine Bahnstrecke hingezeichnet mit Geraden und Halbgeraden. Wir sehen hier zum Beispiel die Gerade G oder aber auch die Halbgerade FC. Wenn wir jetzt hier folgende Fragen beantworten sollen, ob sie wahr oder falsch sind, dürft ihr jetzt das Video pausieren und erstmal selbst überlegen, ob eine Aussage wahr oder falsch ist. Die Auflösung kommt gleich. Beginnen wir mit der ersten Aussage. A soll ein Element von I sein. I, das ist die Gerade, diese hier. Und deswegen A ist ein Element von I, das ist wahr. Die Gerade H soll übrigens durch die Punkte C und E festgelegt sein. C und E und die Gerade H, das stimmt, also ist die Aussage wahr. Die Gerade L soll die Halbgerade FC sein. Hier steht allerdings die Halbgerade CF, also mit Anfangspunkt C. Damit ist die Aussage also falsch. Der Punkt G soll wiederum auf der Geraden G liegen. Der Punkt G, der ist hier. Die Gerade G ist allerdings hier drüben. Also ist die Aussage falsch. C und J. C soll ein Element der Geraden J sein. J liegt hier oben. C liegt allerdings hier unten. Die Aussage ist damit falsch. Der Punkt D soll kein Element der Geraden K sein. Die Gerade K, D liegt nicht drauf. Damit ist die Aussage wahr. Es liegt nicht drauf. Und zu guter Letzt, wir haben die Gerade J, die steht hier. Der Punkt G, der ist hier am Rand. Und G soll angeblich kein Element von J sein. Das ist falsch. Hast du alles richtig gewusst? Lass einen Daumen hoch da und schreib einen Kommentar, damit wir das sehen können.